Nummer 9, das war das Stichwort, machen wir heute. Sucht euch die mal raus. Und wir gehen in aller Ruhe und Gelassenheit jetzt vor. Ich möchte auch mal. Bitte? Wer hat noch eine Anmerkung? Keiner. Wenn ihr mit euren Nachbarn sprecht, oder euren Partnern, schaltet das Mikrofon stumm. Oder auch nur mit der Katze. Reicht auch. Das hören immer alle mit hier. So, andere Kamera. Und dann pinnen. War es schon? Sprecheransicht. So, jetzt müsstet ihr alle mein schönes Bild sehen. Das ist das Bild von Kartenaufgabe 9. Ja, da oben steht es, 9, schlecht zu lesen hier, sehe ich auch. Wir haben wieder einen Ausschnitt aus der Deutschen Bucht. Hier ist Neuwerk, Scharhörn, hier ist die Elbmündung. Und hier ist der Leuchtturm Alte Weser, also hier geht es in die Weser rein, hier unten. Ne? Dazwischen ist der größte Schiffsfriedhof der Welt. Und da fährt man in der Regel auch nicht rüber, ne? Bloß nicht. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, nur mal so aus der Praxis, ihr wisst ja, weiß ist tief, blau, hellblau ist nicht mehr so tief, dunkelblau ist fast gar nicht mehr tief und grün ist dann Watt. Da ist dann nur Wasser drauf bei Hochwasser. Jetzt kommen die Wellen hier rüber bei Nordwest, ist meistens bei Sturm. Die kommen von England über die Nordsee. Da ist tiefes Wasser, 30, 40, 50 Meter. Und da ist jetzt, sagen wir mal, da reichen schon 4, 5 Windstärken, kommen hier drauf und treffen jetzt auf das Flachwasser. Und dann steilen sich diese Wellen auf und brechen. Und selbst wenn ihr hier bei Ententeichwetter 0 Windstärken rüberfahren könntet, ne, weil die Wassertiefen reichen, dann würdet ihr... Was hast du geholt? So, dann würde ich mal, irgendjemand muss ich hier stillschalten. Irgendjemand klönt hier im Hintergrund. Dann würden die also bei geringsten Windstärken schon, erst recht bei Sturm, sich hier aufsteilen und brechen. Und hier ist eine wahnsinnige Brandung drauf. Und wenn man da erstmal drin ist, kommt man da nicht wieder raus. Das heißt, die Westertill, die ist sogar noch betont, die Nordertill teilweise auch. Wenn man sich auskennt, kommt man da rein. Aber das ist nur was für Fortgeschrittene, wie Störtebecker und Co. Ansonsten nur die tiefen Fahrwasser benutzen. Ne? Und selbst das ist die Hölle dann. Ne? Aber hier rüber zu fahren, das habe ich einmal gemacht bei 3 bis 4 Windstärken, das hat gereicht. Ne? Meine Frau war grün im Gesicht und ich habe mir geschworen, das machst du nie wieder. Es waren 6, 7 Meter hohe Wellen, die brachen dann direkt neben mir und man fragt sich, wo kommen die her? Die kommen von England, heute weiß ich das, und da steilen sie sich auf. So, das war die Vorrede. Jetzt kommt der Text zur Aufgabe 9. Ich wechsle die Brille, sonst kann ich den nicht lesen. Also, ein Sportboot befährt am 23.06.2011 nördlich des Roten Tonnenstrichs die Elbe seewärts. Das gucken wir erstmal. Was ist überhaupt ein Tonnenstrich? Den Tonnenstrich, den gibt es nicht mal in der Karte. Der Tonnenstrich ist die gedachte Verbindung zwischen den Fahrwassertonnen. Und zwar zwischen den Steuerbordtonnen. Ne, könnte man im Geiste so verbinden, oder auch den Backbordtonnen. Ne? Wenn man die alle miteinander mit dem Strich verbindet, ergibt das einen Strich, das ist der sogenannte Tonnenstrich. Von einer Tonne direkt zur anderen. Also ist ein Sportboot befährt am 23. Juni 2011 nördlich des Roten Tonnenstrichs. Das ist der Rote Tonnenstrich der Elbe und der ist nördlich davon, also irgendwo da. Die Elbe seewärts ist diese Richtung. Er kommt von Hamburg, Cuxhaven und fährt seewärts, nördlich des Roten Tonnenstrichs. Jetzt muss ich erstmal wieder meinen Zettel holen, denn wir haben ja einige Angaben. Die müssen wir uns schon mal notieren. Aufgabe 9. Also Datum 23.06.2011. Gut, der Rest kann man sehen. Dann ist es 12 Uhr. Tonne 14. 12 Uhr ist er da. Das gehört zusammen. Fahrt über Grund beträgt FUG. Fahrt über Grund ist gleich 5,8 Knoten.
5,8 Knoten heißt wiederum, er fährt 5,8 Seemeilen in der Stunde. So, das notieren wir schon mal, weil das brauchen wir für die Aufgabe bestimmt irgendwann. Jetzt kommt erstens. Wann erreicht das Boot voraussichtlich die Tonne 6? So, jetzt gucken wir erstmal, wo ist eigentlich die Tonne 14? 14, dann lass uns mal gucken. 18, 12, da ist die Tonne 14. Da oben rechts in der Ecke. Und er will zur Tonne 6. Die ist da. Er fährt außerhalb des Tonnenstrichs, aber wir nehmen jetzt die Tonne von Tonne zu Tonne. Tonne 14 bis Tonne 6. Um diese Distanz geht es. So, wann erreicht das Boot voraussichtlich die Tonne 6? Bei 14 ist er um 12 Uhr. Das haben wir notiert hier. Wie kriegen wir das raus? Mit unserer Formel. Wir müssen erstmal die Distanz wissen. Was ist das überhaupt für eine Distanz? Also gehen wir bei Tonne 14, hier unten in den kleinen Punkt, bei Tonne 6, unten in den kleinen Punkt und nehmen das ins Maß. Dann gehen wir an den Kartenrand, links oder rechts, was ihr habt. Ungefähr in der Höhe. 1, 2, 3, 4, 5,8 Seemeilen. 5,8 Seemeilen sind das. 5,8 Seemeilen von Tonne 14 nach Tonne 6. 5,8. So, ehe ihr jetzt die Formel rauskramt, fällt euch vielleicht schon was auf. Das haben die Planer dieser Aufgabe nämlich vorhergesehen. Er fährt 5,8 Knoten über Grund. Wenn er das eine Stunde lang fährt, dann fährt er 5,8 Seemeilen. Das ist eine Pillepalle-Rechnung, da muss man gar keine Rechnung aufstellen. Das heißt, für 5,8 Seemeilen von Tonne 14, wo ist sie denn jetzt? Eben hatte ich sie doch noch, Tonne 14 bis Tonne 6, für 5,8 Seemeilen braucht er, wenn er 5,8 Knoten fährt, genau eine Stunde. Wann ist er da? 12 Uhr ist er bei 14, dann er erreicht die Tonne eine Stunde später, 13 Uhr, bei Tonne 6. Das ist die Antwort. Die Frage ist, wann erreicht...